Ich weiß, Leber mag nicht jeder. So wie meine Mutter, die mag auch keine Leber, hat sie aber immer für mich zubereitet, weil ich mochte die als Kind schon gerne. Und jetzt ist es gefühlt schon 3 oder 4 Jahre her, dass wir hier zu Hause Leber gegessen haben. Und deswegen wird es mal Zeit, wieder Leber zu essen. Und ich kann euch gleich zeigen, wie ich die zubereite. Weil ich glaube, Leber ist somit das einfachste Gericht, was man überhaupt machen kann. Da gibt es überhaupt gar keine großen Schwierigkeiten. Ich mache jetzt Kartoffelstampf dazu. Die Kartoffeln dafür kochen hinter mir schon. Zwiebelchen und einen Apfel. Und dann brauche ich natürlich Leber. Ich habe eine Kalbsleber, aber ihr könnt auch Rinder- oder Schweineleber nehmen. Das ist ja auch Geschmackssache. Und ich brauche ein bisschen Mehl, nachher Salz und Pfeffer. Eine Leber vorher nie salzen, weil dann kann es passieren, dass ihr eine Schuhsohle habt und die wird total trocken. Das macht man immer nachher. Und als erstes brauche ich Butterschmalz oder Öl für die Pfanne. Und ich habe in der Zwischenzeit oder habe vorher schon meinen Backofen vorgeheizt, damit ich die Leber gleich, wenn die fertig gebraten ist, warm halten kann, damit ich meine Zwiebeln und die Äpfel schön andünsten kann und alles gleichzeitig heiß ist und ich habe dann noch die Chance, meinen Kartoffelstampf fertig zu machen. Und die Leber, die habe ich vorher abgewaschen und gut trocken getupft, einfach mit Küchenpapier. Und dann nehmt ihr die Leber wirklich kurz bevor ihr die Leber in die Pfanne gebt, kommt die ins Mehl. Wenn ihr das zu früh macht, dann wird nachher die Haut, also dieses Angebratene, einfach zu matschig und deswegen macht man das vorher. Die wird jetzt hier richtig schön in Mehl meliert, gewendet. Ich mache mal eben mein Herd ein bisschen höher. So, hier ein bisschen Power in meiner Pfanne habe. Und dann lasst ihr das Mehl einfach wieder so ein bisschen runterfallen, einfach so abschütteln. Lege ich die erstmal zur Seite, nehme meine zweite Leber. Und das ist nicht nur ein total einfaches Gericht. Ich finde, die ist total lecker. Ich mag die unheimlich gern. Meine Mutter hat immer gesagt, ja Kind, ich mache dir die gerne, weil ich rieche das gerne. Und dann habe ich gesagt, die schmeckt aber auch genauso lecker, wie sie riecht, wenn man die in der Pfanne hat. Aber gegessen hat sie sie trotzdem nicht. Aber für mich war das immer ein Genuss. So, und jetzt schön abtupfen und dann kommt die einfach in die Pfanne. So. Und jetzt zieht die sich auch so ein bisschen zusammen und hier lasst ihr die jetzt erstmal von der einen Seite richtig schön, ja ich sag mal so goldbraun anbraten. In der Zeit kann ich jetzt meine Hände eben waschen und meine Zwiebeln in Ringe und den Apfel in Spalten schneiden. Beim Zwiebelschneiden schaut ihr einfach einmal unter die Leber und wenn die so schön aussieht, dann wird die einmal gewendet. Und wenn die Leber von beiden Seiten richtig schön angebraten ist, dann kommt Salz dazu und Pfeffer. Einmal von der einen Seite und dann nehme ich die schon raus und stelle die in den Backofen, damit die mir da schön warm gehalten wird, weil ich dann die Zwiebeln in die Pfanne gebe und die Äpfel. Jetzt dreht ihr die Leber einmal um und dann wird auch von der anderen Seite gesalzen und gepfeffert. So. Und dann darf die im Backofen erstmal warten. So, und als nächstes kann direkt die klein geschnittenen Zwiebeln und Äpfel sofort in die Pfanne, werden jetzt richtig schön angeröstet. Mache ich erst die Zwiebeln. So. Und da könnt ihr noch ein bisschen Butter zugeben, weil eigentlich braucht man wirklich keine Soße. Jetzt mache ich mir hier ein bisschen Platz und schmeiße noch meine Äpfelchen mit hier rein. Die Zwiebel und die Äpfel, die sind gleich fertig und das seht ihr dann, wenn die Äpfel so schön gar werden, als würdet ihr Äpfel gar kochen. Und dazu gebe ich jetzt noch einen richtig schönen Stich Butter, damit ich auch gleich ja, so Soße habe. Die braucht man nämlich dafür und mehr braucht man auch gar nicht. Jetzt werde ich die Kartoffeln eben abgießen, stampfe die mit ein bisschen Butter, mit ein bisschen Milch, mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss.
Und so schnell ist eine leckere Mahlzeit fertig, wenn man, wie wir, Leber liebt. So, die war ja jetzt im Backofen, ist noch schön warm, stell die jetzt mal zur Seite. Und hier drüber kommt jetzt mein Kartoffelstampf, habe ich ja gerade fertig gemacht, ist ja auch immer total schnell gemacht und auf jeden Fall leckerer als fertig angerührter. So, und jetzt kommen noch Zwiebelchen und Äpfel hier drüber, die gehören auf jeden Fall dazu. So. Sieht das gut aus? Also ich freue mich da jetzt drauf. Ich glaube, mein Mann freut sich auch. Ich hoffe, euch hat dieses Rezept gefallen. Ihr macht das vielleicht mal nach. Probiert einfach mal Leber und wünscht uns jetzt einen guten Appetit. Bis dahin, eure Bea.